take a look around me, taking pages from a magazine, looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. And you answer to the same question, how many times will they learn the same lesson? Think they got it all wrong. We just gotta hold on. Hang on, hang on, hang on. Yeah! Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Here we gonna be legends. Gonna teach them all the lesson. Tennis, schöner Moment für uns. Danke, dass ihr ihn uns geschenkt habt. Wir sind total happy. Ne, Aufregung ist klar, kommt rein. Trotzdem war es ein ganz, ganz toller Auftritt von euch beiden und sehr stark. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Komplimente, Ladies. Super Job. Ich dachte, was ist das richtige Wort für eure Performance? Es war nicht Power, nicht nur genau singen oder nicht nur Energy. Es war erste Full Body Hühnerhaut Moment in the Voice of Germany. Vielen Dank für die Show. Ich bin ein riesen Fan von beiden. Danke, Jungs. Ich fand es auch ein super starke Battle. Ich habe mich ein bisschen in Etienne irgendwie so verliebt in deine Stimme. Ich pass auf, meine Freundin ist hier. Es liegt an der gleichen Frisur, glaube ich. Na, nee, ich glaube. Yes. Ich glaube, der hat einfach durch seine Aufregung hat er irgendwie ein bisschen tiefer gegriffen. Mich hast du erwischt. Ich fand es echt toll. Well done. Dankeschön. Marc, in wen hast du dich verliebt? Ich fand es cool. Etienne, du musst aufpassen, dass du nicht ein One-Trick-Pony wirst, sozusagen, mit diesem Kratzigen. Dass du dich nur darauf verlässt, dass das halt irgendwie geil klingt und irgendwie einen Effekt mit den Menschen hat, wenn du das machst. Darauf kannst du dich nicht verlassen. Also Chris Cornell hat davon gelebt, aber es ist Und Manuel, du hast jetzt hier noch eine andere Seite von dir gezeigt. Es ist vielleicht nicht der optimale Song für dich. Ich glaube, dass du eher über das Gefühlvolle wirken kannst. Und wenn ich mir so vorstelle, okay, ab jetzt geht's für dich vielleicht alleine weiter, wär ich jetzt eher bei dir und würde dir empfehlen, einfach irgendwann nochmal wiederzukommen. Also Mädels. Danke, Marc, danke. Relativ unentschieden, ne? Die Coaches sind sich nicht einig. Seid ihr euch einig? Es war ein Hin und Her. Nein, ganz ehrlich, Manuel, ich fand es schon in den Blinds wahnsinnig überzeugend. Du bist einer von den wirklich seltenen Künstlern hier, die schon mit so einer fertigen Persönlichkeit in der Stimme hierher kommen. Und manchmal auch so ein bisschen geprägt von Selbstzweifeln, worüber du manchmal ein bisschen stolperst. Und das war auch für dich teilweise eine schwierige Situation.
Ja, wir sind wirklich Fans von euch beiden. Es ist wirklich nicht einfach. Und Etienne, du hast alles aufgesaugt in diesem Coaching. Jedes Detail. Du hast alles versucht umzusetzen und hast es auch fantastisch gemacht. Wirklich, ich liebe dieses Kratzige. Und Marc hat recht, man muss es halt dosieren. Aber diese männliche Tiefe in deinem Alter ist wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Dankeschön. So viele schöne Worte, aber jetzt müsst ihr euch entscheiden, Mädels. Yvonne und ich, wir haben lange darüber geredet, worauf es jetzt in der nächsten Runde ankommt und welche Punkte da für uns wichtig sind für diese Entscheidung. Und Yvonne und ich, wir glauben einfach daran, dass es fair ist. Dass wir mit dem Talent gehen, das einfach sehr viel Charakter und Unverwechselbarkeit hat. Und mit ganz viel Liebe zu euch beiden, aber wir gehen heute mit Manuel. Manuel! Du bist in den Sing-Offs, du hast das Battle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Manuel Süß! Yeah. Vielen Dank! Ich fühle mich wahnsinnig erleichtert und mega dankbar. Also am meisten überwiegt die Dankbarkeit. Ich bin wahnsinnig dankbar für alles, für alle, die hier mitmachen. Ich bin dankbar für meine Eltern. Weil meine Eltern, die haben mir schon immer das Gefühl gegeben, dass es halt keine brotlose Kunst ist. Und ich bin einfach wahnsinnig dankbar für alles. Für die Coaches, für das ganze Team hier. Also wirklich auch, das Team ist einfach großartig. So viele Komplimente auf einmal. Das kriegt man auch nicht oft, vor allen Dingen von diesen Coaches. Vielen lieben Dank, Etienne. Das war wirklich der Wahnsinn. Danke dir. Ich glaube, ich habe alles gegeben. Manuel hat es genauso gemacht. Das ist ja kein Ende von einer Karriere, würde ich mal sagen. Hallo. Einmal im Leben, Etienne. Das ist gut gemacht. Dankeschön.